Was wolltest du jetzt sagen? Was? Ein Bier. Ich dachte, weil du jetzt so, dachte ich jetzt schon, Alter, okay. BJ, meinst du? BJ? Na, weil du blöd. BP? Ja. Nee, was ist denn das für Buchstaben, blö? Bleu. Sacre bleu. Blaubeerkuchen, Blaubeermuffin, das meinst du, wa? Ja. So, ist die so, ich hab den Penner jetzt ausgeschaltet. Warte, ich versuch mal mit meinem Trikopter jetzt die zwei Kameras da auszuschalten. Das funktioniert. Drohne ist aktiv. So, Haftschocker. Wieso kann ich jetzt hier auch nicht hochfliegen? Alter, wieso bestätigt der Scheiß? Komisch. So, da ist noch eine Kamera. Zwei Kameras. Boah, da hinten ist auch noch eine Kamera, die schalte ich immer noch aus. Aber die Drohnen fahren jetzt nicht mehr durch die Gegend, oder? Wenn du den Typen erledigt hast? Ich hab ihn erledigt, ja. Keine Munition mehr. Okay. Okay, die habe ich jetzt ausgeschaltet. Gut, Kameras sind auch ausgeschalten. Es dürfte jetzt eigentlich ja nichts mehr hier sein. Achso, du musst zu dem anderen Ding. Ja, ja. Er ist ja voll easy, Alter. Der muss ja nur den Drohnenfuzzi töten. Okay, Katzchen. Und dann war das schon alles. Alles dunkel. Seid vorsichtig. Der Sicherheitsdienst sucht nach der Ursache. Scheiße, da ist schon. Das ist unsere Chance. Jetzt wähle ich mal Haftschocker aus. Dann weiß er nie. Das war knapp. Der ist erledigt. Da sind noch zwei Leute, wa? Ja, ja. Nimmst du den Rechen? Upsa. Okay. Hol du den anderen. Komm doch mal, oi. Wo soll's hingehen? Rim? Am Graben entlang bis zum. Scheiße! Was für das denn? Da sind die. Leb ich noch? Nein, du bist natürlich tot. Ich renne da fröhlich durch, statt mal auf den Boden zu gucken. Ich hab mich voll erschreckt jetzt, was ist das denn? Ja, ohne Witz, das gibt's da nicht, ja. Pro Abschnitt erstmal zwei, drei Fails von uns, dann kommen wir weiter in den nächsten, dann geht's da vorne los. Ich war jetzt aber unaufmerksam, das war. Alter, und die Ladezeiten, wenn das nicht so lange dauert. Achtung, hier ist ein Minenmasse, ja. Okay. Kann man nicht hier hochklettern gleich am Anfang? Ne, wa? Noch nicht. Nee. Alter. Hey, warte mal. Geht das? EMP. Hat das was gebracht? Irgendwas, ja. Du hast sie aufmerksam gemacht. Echt jetzt? Nee. Ja, die reden. Hast du was gefunden? Die suchen uns. Oh oh. Die Notstromaggregate laufen an. Marcel, wir müssen es beeilen. Alles klar. Ach, gemeinsam klettern. Ich warte auf Teamwork, eine fabelhafte Sache. Sag mal, shit. Nee, ich wollte gerade sagen, leuchtet gerade der Scheinwerfer auf uns. Er hat aber, die haben uns nicht gesehen, die Spastis. So, jetzt sind wir hier drinnen. So, guck, können wir irgendwo an den Rohr hoch? Pass auf, da vorne ist schon einer. Okay. Ausschalten ist bereit. Sieht aus, als gäbe es hier wieder Licht. Da vorne ist noch einer. Pass auf, der hat gerade gesagt, es gibt gleich wieder Licht. Da kommt es schon. Kann man nirgendwo hochklettern? Na klasse. Dachte, du liebst Herausforderungen. Weg hier, bevor uns jemand entdeckt. Ach shit, Alter, wir müssen jetzt weg hier. Ah, Kacke. Ich glaube, ich sitze an der richtig ungünstigen Stelle. Feind neutralisiert. Ich hab mal das Licht ausgemacht. Scheiße, da drüben ist schon der nächste Typ. Wir müssen nur 20 Meter dahin. So, warte, da war noch einer. Oh oh, hat er den entdeckt? Ja, gleich. Holen dir, Marcel, holen dir! Machst du? Komm, jetzt renn einfach rein.
Wird doch eine Sicherheitstür und jemand zusammen aufbrechen. Sag mal, das ist so Universalbrecheisen, echt, damit kriegst du alles auf. Ja. Holztür. Grim, wir sind da. Anscheinend hat Voron die Sicherheitskräfte überrannt. Verstanden. Ihr habt Erlaubnis, Voron-Einheiten zu töten. Tun wir, was nötig ist, um die Bombe zu sichern. Weiter zum Kernmontagebereich. Auf dem Weg. Latinas, genau. Müssen wir da eine Leiche hochheben? An der Tür ist ein Retina-Scanner. Grim, können wir Charlie auf die Tür ansetzen? Befehl befolgen. Keine Zeit. Hilf mal. Naja, wie ein Demolition Man, ne? Eins, zwei, drei. Klasse. Haben gut Punkte bekommen, oder? Ja, ja. Ein Datenpaket, ne, Laptop ist auch hier. Brauchst du keine, musst du nicht auffüllen, Dingens? Wo kann man sich auffüllen? Ach, da, übersehen. Achso, und Gewalt ist jetzt wieder erlaubt, ja? Töten, gut. Ja, Laptop ist hier links. Den holen wir uns, oder? Natürlich. In Position, warte auf dich. Ich warte. Okay, dann kommt wahrscheinlich jetzt schon wieder eine Cutscene. Wir sind schon 20 Sekunden hinter dem Zeitplan. Wir haben Sichtkontakt. Sie entfernen den Sprengkopf der Rakete. Mach schnell! Wie lautet der Plan? Rakete wird in Position gebracht. Mach jetzt den Sprengkopf ab. Wir gehen auf Nummer sicher. Alle erledigen. Okay, alle erledigen. Müssen wir erst durch das Fenster? Durch die Tür. Ja, anscheinend. Ne, hier rechts ist auch noch eine Tür. Also wir müssen jetzt sogar alle ausschalten, hat er gerade gesagt. Geh den coolen Weg, ja. Zack. Ja, der coole Weg, war. Ja, natürlich. Lässig, ja. So, mach's mal einfach rein, mal gucken, wie es dran aussieht. Wo ist der Erste? Dann. Was ist denn das für ein Mischmasch, ey? Ein bisschen kanackisch, ein bisschen russisch. Kanackisch. Marcel ist so ein hochgerüsteter Typ, glaube ich. Kommt er jetzt zu mir? Stehen zwei, wo ist denn der andere? Oh oh. Ach, der eine ist oben. Ziel neutralisiert. Ist denn der andere? Ach, der ist oben, der ist oben. Ja, ist das ein Drohnenpilot? Da, ich hab ihn dir markiert. Ah, warte, aber der. Nee, den kannst du eigentlich so abballern, oder? Ziel ausgeschaltet. Ging. Einmal frei. War es das schon? Alter, die fucking Fliege vor meinem Gesicht. Du bist die Nächste, die dran glauben muss. Wolltest du schöne Zeitung zusammen, rennst dann durch die Bude. Ja. Achso, hier sind noch mehr Gegner auf dem Radar, oder? Das waren dann nicht alle. Nee, das waren nicht alle. Warte, da oben ist er. Kann man sich hier oben dranhängen? Nein. Schon voll geil mit dem Snap. Warte, ich krauch hier mal hier unten durch. Scheiße. Der eine, den kannst du nicht so machen. Ich glaube, der hat einen Helm da auf. Jo, das Helm stich. Ja, der hat einen Helm auf. Soll ich den mal anlocken, Marcel, und du holst ihn dir? Jo. Ich lock den an und du rennst rum. Ist dran. Super, ja, krass. Kein Problem. Billig. Da holen wir uns erstmal den Laptop schnell noch, bevor ihr irgendwas anfängt. Ich gehe Schritt für Schritt mit euch durch. Erst müsst ihr mit dem Kran den Sprengkopf aufnehmen. Verstanden. Grim, ich habe diesen Laptop gehackt, den ich gefunden habe. Ein bisschen Cash abgreifen. Wir sehen mal. Wird sowas, Doppelteam. Charlie, wir haben den Sprengkopf aufgenommen. Cool, Sam. Die nähern sich weitere. Oh, fuck, da unten. Boah, den seine Kumpels. Hier ist ein Eindringling. Such nach ihm. Ziel ist neutralisiert. Achtung, Mann ausgefallen. Der Erste kam von dort. Das ist schon wieder so ein Nest.
Hört schon gar nicht mehr auf. Oh oh. Alter, die Fliege ist genau von meiner Nase auf dem scheiß Tisch. Dreckige Scheißfliege. Schön, warst du das? Nö, ich hab nur eine Schlafgranate geworfen. Gas, Schlafgas. Boah, ich müsste die jetzt eigentlich totprügeln, die scheiß Ding. Komm, lass dich gehen, klopf sie tot, wir wollen es alle hören. Ich hab sie tatsächlich erwischt, ohne Scheiß. Ich bin wie Bruce Lee, Alter, und Jackie Chan in einer Hand vereint oder so. Ich werde es natürlich rauscutten müssen am Ende, wenn ich das vergesse, dann ist natürlich scheiße. Hast du noch welche gesehen? Ja, hier ist noch einer. Bei mir. Markier den mal, du markierst ja, gar nicht. Ich sehe den noch gar nicht, ich hab den nur auf dem Radar. Also. Ab. Pro Gamer. Du musst den Sprengkopf wieder in die Rakete stecken. Bestätigt. Alle Ziele bekämpft. Okay. Kann man Sprengkopf auch als Codewort für seine Kuppe nehmen eigentlich? Weil er gesagt hat, egal, das ist halt da. Weißt du, du eine Fliege totklatschen willst rauscutten und dann kommt dir sowas wie Kuppe oder so, das gibt's nicht. Nein, natürlich nicht. Keine Ahnung, rosa-roter Bob oder sowas. Das hat keine Ahnung. Sprengkopf gesichert. Wo willst du das Codewort benutzen? Verstehe ich nicht, ich kenne das nur bei irgendwelchen Praktiken, sag ich mal, wo man ein Codewort hat, wenn's zu heftig wird. Was weiß ich, bunter Hase oder sowas. Aber sowas. Obwohl, naja, okay, ne. Das heben wir uns mal für andere Gespräche auf. Okay, da hast du es gepanzert. Ja, der muss richtig krass gepanzert sein. Ich warte hier am Eingang, sobald sie hochkommen. Einzelschuss. Was war denn das? Das war die Granate, die der... Bei dir ist ja jeder Schuss ein Kopftreffer, wa? Das war die Pistole, ne? War nicht gut. Tod ist tot, ja. Ja. Tod ist tot, ja. Das ist bei der Fliege genauso, wa? Ja, eben. Das kommt ja auch in mein Revier, so, weißt du, in meine Hood. Naja, wenn jemand, wie heißt das, deine Tags gecrossed hat oder so, dann... Ja, genau. Ja, da endet das schon richtig schmutzig, sag ich mal. So. Einfangen, da oben ist das Ziel. Ist das nur ein Gegner? Das sind wahrscheinlich wieder mehrere, oder? Ne, ist einer nur. Ne, das sind mehrere. Und ich bin wieder hier unten. Scheiße, ey, wenn ich jetzt... Wollen wir da hochrennen? Wir werden's rausfinden. Ja? Ich renne mal hoch. Alter, die fahren ja aus allen Rohren. Oh mein Gott, wie kommen denn da? Wo bist du? Ich bin hier. Okay. Hilfe! Ich kann dir jetzt nicht helfen, Marcel. Ich bin gerade hier drüben. Ja, ich komm zu dir gerade. Du kommst zu mir. Okay, ein Hammer. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal alle anderen auszuschalten, oder? Jo. Obwohl, der Typ kommt gerade zu uns, Marcel. Ja, wenn du ihn kriegst, dann hol ihn dir. Der kommt die Treppe hoch, du lenkst ihn gerade ab. Wenn der hochkommt. Schnapp ich mir von hinten. Ja. So, ich müsste mal noch nicht tödlich einstellen, oder? Nein, Marcel, du musst uns helfen! Hi! Ja, das war's. Game over. Oder auch nicht, das macht er. Ach, Quatsch, ja. Wingman-Action. Wenn ich mal nicht mehr kann, kannst du immer, oder? Eben der. Ich wollte schon sagen, die Bitch kommt auf ihre Kosten. Jetzt habe ich es wirklich gesagt, egal. Ich wollte das ja, wir haben doch im Vornherein gesagt, nichts wo die Jahres, ey. Boah, hier im Laufen. Oh fuck! Du
Was sind da der Gegner? Pisser. Ich hätte ihn nur gehabt, ey. John Wayne mäßig. Stimmt. Ach Gott, der. Kommt noch mehr? Ja. Wir müssen da durch die Mitte laufen. In der Mitte die Plattform benutzen, sonst kommst du da nicht ran. Catwalk. Ne, das war die Stripper-Musik, wa? Ne, die. Ist das Stripper-Musik? Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch nie einen Lapdance bekommen. Ich wollte sagen, ich hab noch nie einen Stripper bestellt. Stripper jetzt, natürlich. Dancing Bio. Ach man, bei unseren Junggesellenabschied, ey, da bestellen wir den auf jeden Fall. Sag mal, Alter, geht's dir zu mir? Ja, okay. Gibt's ein weibliches Wort für Bären? Also, so ein Fachbegriff? Wenn eine Frau sagt, ich will dir mal meinen kleinen Bär zeigen, dann heißt es, sie will ihren Busch dir präsentieren. Oder sowas, glaube ich. Ich kenne mich nicht so gut aus, ich hab dann... In Position, warte. Das ist eine... Diese haarige Situation ist meidig. Ja, Notfallkit, ja, so eine Flasche Gillette, ey, und eine Packung Einwegrasierer, ey. Alles klar, wir müssen fliehen jetzt. Mhm. Rennen wir einfach, oder? Ja, klar. Ich sollte mal aufstehen. Nein! Boah, gerade so durch. Ey, das ist übelst wie Indiana Jones gerade. Alter, hier geht's ja gerade richtig ab. Nein! Boah, im letzten Moment noch durch. Okay. Wo ist jetzt? Scheiße, sind umzingelt. Wir sollten uns schon mal Alibis ausdenken. Grim, ich mache den Skyhawk klar. Verstanden, Hubschrauber kommt. Das war's? Ist der bei dir auch so halb in der Luft? Bei mir, ich wollte sagen, bei mir ist auch der Bildschirm gerade eingefroren. Okay, ja, das war's. Das ist das Ende. Ja, es soll schon wieder vollbekommen. Ey, wir sind so guckig einfach nur. Aber Ghost of Fast, sieh mal. Off na, bei fast. Mir rechnet's gerade noch. Achso, ja, kannst ja überspringen. Achso, mal überspringen, Assault. Ja, Ghost ist schon knapp, sag ich mal. Ordentlich Money wieder gescheffelt. Ja. Na gut, Leute, das war die zweite Mission von Briggs. Und es gibt noch eine mindestens. Ich habe keine Ahnung, wie viele Missionen es eigentlich gibt. Wir werden sehen. Leute, wir bedanken uns fürs Zusehen. Lasst doch gerne was da. Kommentare, Bewertungen, wie immer. Wäre super. Danke dafür schon mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Haut rein.